Im Jahre 50 vor unserer Zeitrechnung wurden die Gallier nach längeren handgreiflichen Streitigkeiten von den Römern bezwungen. Häuptlinge wie der tapfere Hau drauf wie nix mussten dem großen Cäsar ihre Waffen vor die Sandalette legen. Somit war ganz Gallien besetzt. Was? Ganz Gallien? Na, nein, nein, nein. Denn ein kleiner Flecken setzt sich heftig zur Wehr. Ein nicht gerade großes Gebiet, eingeschlossen von römischen Befestigungswällen. Und in diesem Dorf hier isst, schläft, schnarcht und faulenzt der tapfere Krieger Asterix. Und wenn er das Vorgenannte nicht tut, pflegt er auf die Jagd zu gehen. Denn die Jagd, das sieht man schon an seinem aggressiven Bart, ist sein Lieblingssport. Lass dich nicht von den Wildschweinen beißen, Asterix. Du verwechselst mich wohl mit dir selbst, was? Aha, wenn das nicht nach Römern riecht, dann will ich doch gleich ein Elch sein. Aber Jungs, ihr habt euch doch. Ja, lauf! So, und jetzt? Machen wir eine Flugreise. Wäre ich doch bloß in Rom geblieben. Aber da schwingt deine Frau das Nudelteigholz. Und so war es immer in jenem Wald zu dieser Zeit. Derweil im Römerlager Kleinbonum der wackere Obermutz Gaius Bonus über das Leben nachdenkt. Arme Gaius Bonus! Entschuldige, aber die Patrouille ist zurück. Ave Julius Scherzkeksus! Ich komme sofort hinauf. Ave Gaius Bonus! Beim Jupiter, ihr seht aus, als wärt ihr unter eine Büffelherde geraten. Wie viele feindliche Männer haben sich euch entgegengestellt? Genau genommen, wenn man mich so fragt. Also es waren über den Daumen, würde ich sagen, recht betrachtet war es nur einer. Ach ja, so ein großer, ein kleiner. Ach, wenn ich nicht bald rausbekomme, welches Geheimnis hinter der Kraft der Gallier steckt, werde ich noch wahnsinnig. Herr Asterix, gab's irgendwas Besonderes? Nichts. Ach doch ja. Hab 4 doofe Römer verdroschen. Nur 4? Hey, Obelix, heute gibt's Wildschweinhaxe bei mir. Ich muss nur noch 2 Hinkelsteine ausliefern, dann komm ich. Wenn das nicht Wildschweinbraten ist, will ich Idiotix heißen. Ich wette, die Römer ärgern sich ihre Haare vom Schädel. Bin gespannt, was sie sich jetzt wieder ausdenken. Ach, solange uns Miraculix einen Zaubertrank mixt, können die Schlappschwänze ruhig kommen. Ah, Wildschwein. Dabei fällt mir ein, ich glaube, ich bin heute wieder mal mit einem Schlückchen dran. Gehen wir doch gleich mal zum Drieden. Bist du soweit? Langsam, langsam, Asterix. Die Vorspeise klettert gerade die Speiseröhre runter. Ich nehme noch etwas Wegzehrung mit. Na, wer sagt's denn? Der klettert schon wieder am Baum rum und schneidet Misteln mit seiner Goldsichel. Hallo, Miraculix! Hey, Druide! Ah, wer stört mich denn da beim Mistelschneiden? Oh, jetzt habe ich mich auch noch geschnitten. Sicheln mit einer stumpfen Sichel. Wir sind wegen unserer Ration Zaubertrank hier. Asterix, du bist eine gallische Nervensäge! Fix Druidenmix. Dieser Zaubertrank macht jeden unbesiegbar und verleiht elefantenmäßige Bärenkräfte. Seid euch dessen immer bewusst. Kannst du dich verraten, was außer Schnurdelfix und Druidenmix in deiner Zaubersuppe drin ist? Das Geheimrezept dieses Zaubertrankes wird seit grauer Vorzeit nur von Druide zu Druide weitergegeben. Ich kann nur so viel verraten, dass wohlschmeckende Schalentiere reinkommen. Naja, zugegeben, Hummer ist nicht unbedingt nötig, aber er verfeinert doch aufs Angenehmste den Geschmack. Darf ich schon mal kosten? Nein, nein, und nochmals nein, Obelix. Du weißt doch ganz genau, dass du als Säugling in den Zaubertrank gefallen bist. Das reicht dein Leben lang. Du bist wahrhaftig stark genug, mein Sohn.
wärst, wenn du mal ausprobieren würdest, ob der Trank auch richtig komponiert ist. Ich fühle Schuss! Die armen, armen Römer. Das gibt wieder mal was auf die Nuss. Weil wir gerade von den Römern sprechen, just in diesem Moment haben sie eine Konferenz, eine Lagebesprechung. Wir belagern dieses blöde Gallierdorf schon seit über 5 Jahren. Und immer wieder halten sie uns zum Narren. Sie tanzen uns auf der Nase rum. Das ist eine Blamage für das göttliche Rom. Wir müssen hinter das Geheimnis der unheimlichen Kräfte kommen. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, Marcus Schmalz Locus. Ich brauche also einen Freiwilligen, der die Sache bei den Galliern ausspioniert. Wo ist doch noch ein Brief meiner alten Hat das was mit Freibier zu tun? Freiwillig? Was ist freiwillig? Ja? Wie ich das so sehe, haben wir zu viel Freiwillige. Um nun einen herauszupicken, spielen wir das schöne Spiel Reise nach Rom. Bei diesem alten Spiel, ach na, was rede ich, es wird ja wohl jeder kennen. Also, es geht darum, es gibt einen Stuhl weniger als Legionäre. Und sobald die Musik abbricht, sollten alle zusehen, dass sie einen Stuhl abbekommen. Denn wenn nicht... Caligula Virus hat verloren, Caligula Virus hat verloren. Ich gehe aber nicht zu den Galliern. Cäsar wird dich reich dafür belohnen. So viel hat er nicht in seiner Sparbüchse. Ich lasse dich zu einem Grillhähnchen verarbeiten, wenn du dich weigerst. Na, wenn es so ist, einverstanden. Sorg dafür, dass er wie ein Gallier aussieht. Derweil im Dorf der Gallier. Ich lebe Majestät, ich lebe Majestät, ich lebe Majestät, wir leben. Ruhe, Ruhe! Die Römer halten sich in letzter Zeit verdächtig still. Was hat das zu bedeuten? Nichts Gutes jedenfalls. Seid also wachsam und vergesst nicht, euren Zaubertrank einzunehmen. Hochmajestix, unser Täufling, Häuptling! Chef! Chef! Was gibt es, Obelix? Miraculix gibt mir niemals Zaubertrank. Das finde ich ungerecht, denn ich glaube, meine Muskeln sind ziemlich schlaff geworden. Schlaff? Ach du lieber, mein Vater, jetzt will er wieder krächzen. Ich will nur einen Gesang anstimmen, um den Kriegern Mut einzuflößen. Zum Kunstbanausen. Ich muss mal wieder eine Tournee zu den Vandalen machen. Caligula Minus ist bereit, großer Bonus. Ich will ihn mir ansehen. Ja. Legt ihn in Ketten, ne? Du wirst nun in die Nähe des gallischen Dorfes gebracht. Sobald ihre Wachposten dich entdecken, werden sie dich befreien. Und wenn du erst mal in ihrem Dorf bist, wirst du auch das Geheimnis ihrer unglaublichen Kraft herausbekommen. Na, was hältst du von meinem Plan? Ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts. Ich hab kein Wort kapiert. Schaff bitte Molch aus den Augen! Molch? Wieso Molch? Ich bin kein Molch. Ich bin ein römischer Römer, ein romanischer römischer Lach. Halt, er würgt mich, er würgt die Kette, würgt du. Eine kleine Prügelei wäre jetzt was Feines. Ja, ja, aber das wäre schon zu viel Glück. Die Römer haben die Hosen bis zum Kragenknopf voll. Die lassen sich hier nicht mehr blicken. Warte mal. Was denn? Ich rieche was. Es riecht streng nach Römern. Verstecken wir uns. Ist noch weit. Meine Blasen an den Füßen sind schon müde. Halt die Klappe, Caligula Minus. Du weißt doch, wenn die gallischen Horden über uns herfallen, wirst du als einziger verschont.
Sieh dir das an. Römer mit einem gefangenen Stammesbruder. Na, die können was erleben. Keiner mehr da. Sollen wir sie wiederbeleben und nochmal von vorn anfangen? Lass nur, es ist schon spät. Bist ja ganz blass, mein Freund. Varus, Varus, gib mir meine Zähne wieder. So, pass auf, wir nehmen dir gleich die Ketten ab. Ketten abnehmen? Aber dazu braucht ihr doch Werkzeug. Oh, ist der nicht niedlich, unser Kleiner? Jetzt erzähl mal, wer du bist. Ich bin Minimix aus Lutetia. Aber in Lutetia leben die Römer doch mit den Galliern in Frieden. Ja, schon. Aber es ist so, weil ich so unglaublich schlau aussehe, halten die mich für einen Spion. Die Römer sind wirklich dümmer als jedes Wildschwein erlaubt, was? Das von Marcus Schmalz Locus angeführte Heldenkommando kehrt flotten Schrittes nach Kleinbonum zurück. Ave Bonus. Auftrag ausgeführt. Wir waren im Wald, dann kamen sie. Und nach kurzer Unterhaltung haben sie ihn mitgenommen. Wieder mal ein glorreicher Sieg für mich. Wollen wir nur hoffen, dass Caligula Minus heil wieder zurückkommt, damit er uns berichten kann. Was will ich für ihn hoffen? Denn wenn nicht, werde ich ihn zurechtstutzen auf die Größe. Alea jagt das Hund. Wie meinen? Bald sind wir in unserem Dorf. Da kann dir denn nichts mehr passieren. Da gibt es nämlich nur Gallier. Oh, wie mich das freut. Da ist schon einer. Hey, Asterix und Obelix sind zurück. Die haben was mitgebracht. So kann wenigstens, du sagst mal gleich unserem Chef Majestix guten Tag. Wo ist der blöde Römer? Wo ist der blöde Römer? Ich schneide ihm die Ohren ab. Wo ist der blöde Römer? Wo ist der blöde Römer? Na, dann mal rein in die gute Stube. Gern. Willkommen, Bruder Fremdling. Fühl dich bei uns wie zu Hause. Das tue ich sehr gern. Ich werde sofort ein Willkommenslied anstimmen. Schau dich mal im Dorf um, bis es Essen gibt. Ja, gut. Ich bin gespannt, mit was für Werkzeugen die wohl Metall bearbeiten. Was ist denn? Wo bleibt denn der Hinkelstein? Komm hier schon, komm hier schon! Die sind ja schrecklich stark. Hinter dieser Kraft muss ein Geheimnis stecken. Kann Benix Minimix. Essen steht auf dem Tisch. Es gibt Wildschweinbraten. Wildschwein. Sag
mal, ist das eigentlich ein Geheimnis, warum ihr so stark seid? Na klar, aber wir dürfen es dir nicht verraten. Iss lieber das Schwein, sonst wird's kalt und alt. Aber warum könnt ihr mir das Geheimnis nicht verraten? Weil es ein Geheimnis ist. Ich finde das blöd von euch. Hä? Ich meine, was soll der Quatsch? Ich bin ein Goliath oder ein Gallier wie ihr. Versteht ihr, wenn ich so stark wäre wie ihr, dann würde ich durch die römischen Linien durchkommen und könnte zu meiner lieben Frau nach Lutetia zurück. Was machen wir? Ganz klar. Wir essen erst mal seinen Schweinebraten. Meine Frau und mein kleines Töchterchen. Okay, wir gehen zum Druiden. Miraculix! Miraculix, wir sind wieder da! Autsch, schon wieder dieser... Was willst du, du Nervensäge? Ich gar nichts. Nur unser Freund Canvinix Minimix möchte das Geheimnis unserer Kraft kennenlernen. Kommt nicht in die Tüte, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Aber ich muss nach Lutetia zu meiner Frau und meinem Töchterchen. Was arbeitest du eigentlich? Ich bin Fremdenführer. Ich zeige den Touristen Lutetia bei Nacht und sonstige Sehenswürdigkeiten. Nein, nein und nochmals nein. Ist ja gut, ich habe alles verstanden. Dann muss ich ebenso versuchen, nach Lutetia zu kommen. Aber wahrscheinlich werden die Römer mich schnappen. Dann werden sie mich den Löwen zum Fraß vorwerfen. Und bei jedem Biss, ja, bei jedem Biss werde ich laut ausrufen. Miraculix hat Schuld, Miraculix hat Schuld, Miraculix hat Schuld. Und dann könnt ihr ja sehen, wie ihr mit eurem schlechten Gewissen fertig werdet. Also gut, meinetwegen. Ich will mal nicht so sein. Canvinix Minimix, er hat ja gesagt. Kannst wieder zurückkommen, nur hab dich nicht so. Ich hab mich entschlossen, dir mein Geheimnis zu offenbaren. Und du kriegst sogar ein Löffelchen davon. Ein Geheimnis, das man essen kann? Geh und sag den anderen Bescheid, Asterix. Alles zum Druiden! Alles zum Druiden! Er setzt einen neuen Zaubertrank auf! Zaubertrank! Zaubertrank! Es gibt frischen Zaubertrank! 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 Eine kleine Portion dieses wunderbaren Trankes wird genügen, um dich sicher nach Lutetia zu bringen. Aber merke, die Wirkung vergeht recht schnell. Schmeckt irgendwie nach Gemüsesuppe. Ja, das Aroma lässt sich variieren. Als Fischsuppe oder als Käseomelette oder Eisbein mit Sauerkraut. Eisbein. Aber ich fühle irgendwie noch gar nichts Besonderes. Er fühlt noch nichts Besonderes. Versuch mal, den Stein dort drüben anzuheben. Aber das schaffe ich ja nie. Der Trank verleiht ungeheure Kräfte, aber er macht nicht unverwundbar. Was passiert denn jetzt? Wir tanzen. Lasst uns mit dem Fest beginnen. Seid ihr bereit?
schön getoppt, mein Herr. Weißt du, mein alter Bart gefiel mir nicht mehr und da habe ich einfach gedacht, naja, der steht mir besser. Falsche Bärte sind bei uns der letzte Schrei. Du bist gar kein Geier, du bist ein römischer Spion. Es ist sinnlos, ihm nachzulaufen. Durch den Zaubertrank ist er praktisch unverwundbar. Es ist alles deine Schuld, Miraculix. Bei meiner goldenen Sichel. Du warst es doch, der mich so lange gelöchert hat, bis ich ihn hab davon trinken lassen. Was soll's? Der hat sowieso keinen blassen Dunst. Und die Zauberwirkung ist schnell wieder vergangen. Halt oder ich... Brave Gaius Bonus, ich weiß jetzt, warum die Gallier so stark sind. Sie haben einen Zaubertrank. Wo ist dieser Zaubertrank? Da drin, da drin. Komm, Caligula Minus. Lass mich doch mal sehen, wie dieser Zaubertrank sich auswirkt. Verprügel sie! Vorwärts! Ora fertisto! Der uns verprügeln? Na, das wird ein Spaß, da bin ich aber gespannt. Nur so zum Aufwärmen. Donnerwetter! 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 Unglaublich! Fantastisch! Das Dumme ist nur, dass wir keinen Zaubertrank haben, um das Rezept herauszubekommen. Wirklich blöd. Na, wir könnten ihm doch den Bauch aufschneiden und... Gut, versuch's doch mal. Die Idee ist gut, aber Caligula Minus scheint sie nicht zu gefallen. Wirklich nicht. Ja, was dann? Erstmal wollen wir wissen, wie lange die Wirkung des Zaubertranks anhält. Tja, keinen blassen Schimmer. Heb diesen Stein dort hoch. Meine leichteste Übung. Hervorragend. Halte den Stein weiter hoch. Wenn er dir zu schwer wird, wissen wir sofort, dass die Wirkung des Zaubertrankes vorbei ist. Die Stunden verrinnen, 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 verrinnen. Ja? Fühlst du dich jetzt nicht mehr so stark, hm? Leider nicht, nein. Es ist vorbei. Ich muss dieses verdammte Rezept haben. Dann wäre ich der Herr der Welt. Dann wäre ich Gaius Cäsar. Überlassen wir Gaius Bonus seinen Träumen und kehren zu den Galliern zurück. Ich gehe in den Wald, Mistel schneiden. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Nein, Asterix, du bleibst hier, um das Dorf zu bewachen. Deine Kraft erhältst du aus meinem Zaubertrank, aber deine Intelligenz kommt aus dir selbst. Außerdem bin ich sofort wieder da. Na gut, wenn du meinst. Schnurrifix! Wir haben den Druiden gefangen, großer Gaius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. Zur Belohnung erhältst du Sonderurlaub, damit du nach Rom in den Zirkus kannst. Na, ist das was? Zirkus? Ich darf in den Zirkus! Ich darf in den Zirkus! Ich darf in den Zirkus! Vorwärts, Düse! Du wirst mir dein Geheimnis verraten. Sonst hast du sie aber noch alle, hä? Gut, dann wirst du gefoltert. Wer nicht spricht, wird gefoltert. Den haben wir bald soweit.
Hörst du sprechen? Du sprichst doch. Hör zu, wir machen das nicht zu unserem Zeitvertreib. Seit Stunden foltern wir dich und das scheint dir überhaupt nichts auszumachen. Ich fände es ausgesprochen kurzweilig. Wenn du redest, Drübe, dann werde ich dich zu einem reichen und mächtigen Mann machen. Nein! Du bekommst Sesterzen. Einen riesigen Berg Sesterzen. Nein! Gegen den Starrsinn dieses morbiden Druiden bin ich anscheinend machtlos. Er ist ein alter Dickkopf, widerlich, ekelhaft. Was hast du denn, Asterix? Du machst ein so komisches Gesicht. Der Druide ist in den Wald gegangen, Misteln schneiden. Er ist immer noch nicht zurück. Ich werde ihn suchen. Pass auf, Asterix. Du hast schon lange keinen Zaubertrank mehr getrunken. Na, hör mal. Ich bin noch nicht dämlich. Miraculix! Miraculix! Mister! Miraculix! Wo bist du? Wo bist du? Wo? Miraculix! Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix durchgebrannt mit Aufreißnix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Nur mein Vieh ist mir noch treu, zieht den Karren mit dem Heu. Doch mein Heu kauft niemand mehr. Darum ist die Kasse leer. Mach dich doch nicht verrückt, alter Freund. Such dir einen anderen Job. Was denn? Du wirst einfach Holzwurmhändler. Was? Du scheuchst die Holzwürmer aus deinem Brett vom Kopf und schon läuft der Laden. Welch wunderbare Idee. Ich werde Holzwurmhändler. Nun brauche ich das Heu nicht mehr. Jetzt bin ich Holzwurmhändler. So, das wäre erledigt. Jetzt bin ich dran. Immer du. Sag mal, hast du zufällig einen Druiden gesehen, der Misteln geschnitten hat? Nein, aber ich habe einen Druiden gesehen, der von Legionären in einem Netz nach Kleinbonum geschleppt wurde. Und er hat mächtig geflucht. Was? Du wirst mich sofort nach Kleinbonum fahren? Aber das liegt doch gar nicht an meinem Weg. Doch liegt es. In Kleinbonum ist ein großer Kleintiermarkt. Da wirst du deine Holzfirma im Handumdrehen los. Ach, was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Was siehst du? Da vorne ist schon Kleinbonum. Warum versteckst du dich denn? Ich will nur ein Späßchen mit meinen römischen Freunden machen. Das ist ein Späßchen mit seinen römischen Freunden. Der ist so dämlich, dass ihn die Wildschweine beim Himbeerpflücken beißen. Halt! Was hast du da auf deinem Wagen geladen, Kaufmann? Nichts. Beim Jupiter! Lachst du mich etwa aus? Was gibt's denn, Gracchus Kleinbus? Der Kaufmann da macht sich über mich lustig. Claudius Ventilatus. Lass ihn passieren, ich kenne ihn. Der ist dumm und harmlos.
Beinahe hätte die Knallerbse alles vermasselt. Wir sind jetzt im Lager. Willst du jetzt dein Späßchen machen? Es ist schon spät. Ich warte lieber bis morgen, dann wird's noch lustiger. Na gut. Mit den Druiden. Immer den Geruch nach. Locus, mein treuer Freund. Ich hab mit dir zu reden. Vielen Dank, O Gaius Bonus. Du weißt, wir brauchen unbedingt das Rezept für den Zaubertrunk von dem Druiden. Denn dann werden wir unbesiegbar sein. Wir marschieren gegen Rom, greifen an und stürzen Cäsar von seinem Thron. Julius Cäsar? Na, etwa Max Cäsar? Natürlich, Julius. Und danach bilden wir dann ein Triumvirat. Nein, aber warte mal. Ich glaube, ich mach's lieber allein. Ich werde das Triumvirat. In Rom werde ich ihn den Löwen zum Fraß vorwerfen. Ich werde Herrscher von Rom. Ganz allein. Nicht uninteressant, nicht uninteressant. Aber ich weiß immer noch nicht, wo Miraculix steckt. Hm? Komisch, das komische Zelt ist bewacht. Da muss er drin sein, glaube ich. Luft anhalten, bitte. Ich will nur eben meinen Freund befreien. Danke, bitte. Super, super, Moritz. Das ist einer von den unbesiegbaren Galliern. Ich glaube, ich muss auf die Toilette. Ja, aber Asterix. Na, wie geht's? Dämliche Frage. Asterix, stell dir vor, diese vollkommen verblödeten Römer haben tatsächlich geglaubt, ich würde ihnen das Geheimnis verraten. Chef! Chef! Sie haben mit Gänsefedern meine Fußsohlen gekitzelt und haben gedroht, meinen Bart abzuschneiden. Wie gemein. Das werden wir den Brüdern aber heimzahlen. Ich habe schon eine tolle Idee. Chef! 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 Gaius Bonus? Rede, Atemloser. Wir haben ein Gar. Hast du einen Huhn? Nein, einen Gallier gefangen. Wir brauchen ich brauche Männer, um ihn gefangen zu nehmen. Beim Jupiter! Lasst uns Alarm blasen! Gezwungen anzugreifen. Also komm raus!
Was meinst du? Wird er sich ergeben oder nicht? Mir wäre das Liebste. Er würde drin bleiben. Ich werfe dir meine Waffe zu Füßen, Gaius Bonus, wie damals unser Häuptling. Haut drauf, Phoenix! Was glotzt hier so? Ich ergebe mich, ihr Flitzpiepen. Macht schon, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Schnappt euch den gallischen Lümmel oder ihr werdet zum Pilzesammeln im Galliergebiet abkommandiert. Pilze? Im Galliergebiet? Da gibt's Saures. Der könnte uns an der Nase rumführen. Das ist aber nicht nett. Er hätte mit seinen Späßchen warten können, bis ich wach bin. So sind sie, die Gallier. Das ist wirklich nicht nett. Nicht nett. Du willst also immer noch nicht sprechen, Ruine, Druide. Gut, du hast es so gewollt. Dann werden wir eben deinen Freund foltern, mal sehen, ob er gesprächiger wird. Der wird sich wundern, ich werde sprudeln wie ein Wasserfall. Ich werde so still, ich höre auch immer Stiefel, Stiefel. Gaius Bonus wünscht euch beide zu sehen. Kennst du das Geheimnis des Zaubertranks? Ich? Kein Stück. Also zum letzten Mal, Drehtüre. Druide! Gib uns das Rezept oder wir müssen deinen Freund furchtbar foltern. Ihr könnt mich foltern, bis die Daumenschraube klemmt. Ich vertraue blind auf die Widerstandskraft meines Freundes Asterix. Jetzt werde ich aber echt wütend, Rosine. Das ist das Ende des Geduldfadens. Auf den Tisch mit ihm und holt mir einen Folterknecht her. Ich guck. Bin schon da. Immer zu Diensten, wollte ich sagen. Erbarmen, oh, erbarmen. Ich flehe euch an, tut es nicht. Tut es nicht. Mein gewaltiger Soldat, es haltet inne. Ich kann diese Schreie des Schreckens nicht länger ertragen. Diese arme Junge, ich sage alles. Lass ab, Knecht der Folter. Aber ich hab doch noch gar nicht... Angefangen, wolltest du sagen. Oh, diese Schmerzen. Au. Auf, denn du Drüse. Gib mir sofort das Rezept. Sonst muss ich den Folterknecht zurückholen. Ich werde den Zaubertrank vor deinen Augen zubereiten. Aber ich brauche noch einige Zutaten aus dem Wald. So ist es nun auch wieder nicht. Ein wehleidiges Verfolg, diese Gallier. Du sollst alles haben, was du brauchst. Begleitet die Luise in den Wald. Den anderen Gallier behalte ich als Geisel hier. Thank you.
Was dann? Dann brauche ich noch Schnuffelkraut und Höllenwurz, gezwirbelte Pumpenkäfer scheren und ein wenig Schelmenspat, welch selbiger Kern in der Erde wohnt. Der Druide ist zurück. Und er braucht einen Topf, sagt er. Dann gebt ihm einen, ihr Idioten. Meine Prise Hornraspel, ein Heuchlein getrocknete Tränen. Das Ganze lassen wir noch einmal heftig aufwallen. Was schneller wallen, Mann. Walle, 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 walle. Ich glaube, irgendetwas Wichtiges fehlt noch. Was? 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 Erdbeeren. Erdbeeren? Zu dieser Jahreszeit? Ich weiß, es ist kompliziert, aber bitte, bitte, von mir aus. Wir können ja warten, bis hier welche wachsen. Nein, vorwärts, schickt Boten aus, ich brauche Erdbeeren. Und das Ganze ein bisschen dalli, 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 ich will Erdbeeren, sonst rollen hier Köpfe. Asterix, du hast wirklich einen schlauen Kopf. Moment mal, die Idee mit den Erdbeeren war von dir. Deutsche wieder auf Kosten Cäsars. Ich werde wahnsinnig, wo bleiben bloß diese Erdbeersammler? Ja, die können was erleben, die Brüder. Die Erdbeerboten sind zurück, O Gaius Bonus. Na endlich! Ave Gaius Bonus! Ave, 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 Jungs. Na, was ist? Habt ihr die Erdbeeren? Keine. Nicht eine. Wir haben alles abgegrast. Tullius Octopus ist immer noch unterwegs. Nein, hier bin ich, O Gaius Bonus. Ich habe ein Schälchen Erdbeeren ergattern können. Ich habe unterwegs einen griechischen Händler getroffen und habe sie für einen Wucherpreis gekauft. Her damit! Und zur Belohnung, Tullius Ochsenfrosche, Oktopus, darfst du nach Rom fahren und in den Zirkus gehen. Ich darf in den Zirkus! Ich darf in den Zirkus! Du Riese! Druide, hier sind die Erdbeeren, die du für den Zaubertrank brauchst. Aber jetzt keinen Schnickschnack mehr. Was meinst du, Asterix? Wollen wir hoffen, dass sie nicht mulchig sind? Bisschen sauer. Ja. Im Aroma etwas ärmlich. Alles in allem, Chef, dürften Sie ruhig ein wenig süßer sein. Jawohl, also das nächste Mal bitte die etwas zuckerigere Sorte. Sonnengereift, wenn ich bitten darf. Oh, jetzt habe ich aber genug von euch wahnsinnigen Galliern. Das ist so unfair. Na, wird den gleich weinen, guter Mann. Ich werde dir deinen Zaubertrank schon bereiten. Aber ja. Genau genommen geht's auch ohne Erdbeeren. Er schmeckt dann zwar nicht nach Erdbeeren, aber er muss ja auch nicht nach Erdbeeren schmecken. Nein, muss er nicht. Und die Erdbeeren machen ihn immer so sauer. Sie bringen mich um den Verstand. Das wär's. Jetzt braucht er nur noch heiß serviert zu werden. Her damit! Wer sagt mir denn, dass diese komische Brühe nicht vergiftet ist, ha? Das ist doch wirklich... Gut, wenn es dich beruhigt, Chef, dann werde ich gerne ein Schlückchen von der Suppe nehmen. Pfoten weg! Du hältst mich wohl für völlig bescheuert, was? Damit du dann wieder kräftig wirst wie ein Büffel. Nein, kommt gar nicht in Frage. Ich brauche einen Freiwilligen. Beim Jupiter! Vorwärts! Ein bisschen Dalli, Dalli, Dalli! Ich brauche einen Freiwilligen! O Gaius Bonus, statt das Leben eines Legionärs aufs Spiel zu setzen, würde ich mir den Vorschlag erlauben, doch lieber einen Zivilisten für das Experiment heranzuziehen. Schlauer Kopf. Ein Zivi... Hey, du! Ah, du da! Komm mal her. Wer? Ich? Ja, du, mein lieber Freund. Wie fühlen wir uns?
Wir? Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich weiß nur, dass ich mich miserabel fühle, weil keiner meine Holzwürmer haben will. Das ist nur die Schuld von dem da. Elender Kerl! Ich weiß zwar nicht, worüber du hier redest, aber ich will dir trotzdem zum Trost eine Suppe spendieren. Suppe ist mir immer zu flüssig. Hier geblieben. Aber. Trink. Was denn? Was glotzt ihr mich denn so an, ihr Idioten? Habt ihr noch nie einen Suppe trinken sehen? Euch ist wohl unter euren Helmen ein bisschen zu warm geworden, was? Wenn du die Suppe ausgetrunken hast, bist du der stärkste Mann der Welt. Was? Stärkster Mann der... Du bist ein Witzbold. Völlig verrückt. Das werden wir gleich wissen. Verprügeln die Legionäre. Ich bin doch nicht verrückt, die machen Putzlappen aus mir. Ich brauche einen Freiwilligen, der sich von dem Viehhändler da verprügeln lässt. Also das, was soll das alles? Ich erwarte gefälligst etwas mehr Begeisterung, wenn ich sage Freiwillige vor. Dann melde ich mich freiwillig. Du? Na, das ist ja eine tolle Idee. Hatsu. Hau den Zwerg! Na los, worauf wartest du? Hau ihm eine runter! Vorwärts! Wundervoll! Was für ein Schlag! Hat sehr weh getan. Es war so, als hätte mich ein Ochse mit dem Huf getroffen. Ochse? Also wenn ich jetzt nicht mehr gebraucht werde, kann ich ja gehen. Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix, durchgebrannt mit Aufreißnix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Jetzt ist mir das ganz egal, ich beginne noch einmal. Auch das Heu brauch ich nicht mehr, nun bin ich Holzwurm hält leer. Wenn ich das in meinem Dorf erzähle, glaubt mir das keiner. Also, diese Suppe war sicher ein Zaubertrank. Also vorwärts, Abteilung Marsch zum Zaubertrank fassen. Stehen uns die Pforten Roms offen, o Marcus Schmalzlocus. Die Tage des Cäsaren sind gezählt. Und du, Rüde Eldroide, wirst mir sofort das Rezept für den Zaubertrank aufschreiben. Danach sehen wir zu, dass wir sie irgendwie loswerden. Das wird den Galliern eine Lehre sein. Du sagst es, Bonus. Wollt doch mal sehen, wie stark wir schon sind. Na ja. Man muss ja nicht gleich alles wollen. Ich nehme den Kleinen mal vor. Er sieht mächtig schwer aus. Wer sagt's denn? Ich bin Superman Römisch 4. Den hätte meine Oma mit der Mütze gehoben. Wie? Gaius Bonus. Ja? Ich glaube, das Steinchen ist mehr was für asthmatische Rentner. So? Meinst du? Ja! Ja,
Ihr habt mich an der Nase rumgeführt, ihr gallischen Mistkäfer. Dieses Zeug war gar kein Zaubertrank. Doch, doch. Oh, Gaius Bonus. Dafür schicken wir alle Gallier auf die Galeonen. Das heißt galeeren und rasier dich gefälligst. Ein ordentlicher Legionär ist immer gut rasiert. Das mag schon sein, aber ein anständiger Centurio geht mit gutem Beispiel voran. Wer? Wieso? Was ist hier überhaupt los? Sieh dir das an! Was ist das für ein Zauberdroide? Das ist ein uraltes Haarwuchsmittelchen mit hervorragender Wirkung. Eure Haupt- und eure Barthaare werden ununterbrochen weiterwachsen und eine wahrhaft erstaunliche Länge erreichen. Ihr werdet beglückt sein. Ich werde euch töten lassen und danach verschafft ihr mir ein Gegenmittel. Wie meinen? Denk doch mal nach. Wer tot ist, kann kein Gegenmittel brauchen. Abgesehen davon haben wir die 20-Stunden-Woche. Genau, wir müssen uns erst mal aus. Also bis später dann, Chef. Halt, wartet! Ihr sollt warten! Na, haben wir eine Sesterze verloren, Gaius Bonus? Ich spiele Murmeln mit ein paar Ameisen, du blöder Heini! Mich in der Hand. Ich muss mit ihnen verhandeln. Eine Schande für ganz nah. Wie heißt das doch gleich rum? Was soll das heißen? Ach, wir spielen noch ein kleines Spielchen. Jeder, der einen mit Wolle im Gesicht sieht, bekommt 15 Punkte. Und wer die meisten hat, hat gewonnen. Machst du dich über mich lustig, gallischer Zausel? Höre, ich will mit dir verhandeln. Halten wir uns nicht mit Haarspaltereien auf. Ich kann das widerliche Wort Haare nicht mehr hören. Da bin ich haargenau deiner Meinung. Nun sei doch nicht gleich beleidigt. Nun sprech, welches Haar in der Suppe hast du gefunden? Er findet es zum Haarausraufen komisch, aber fangen wir ruhig an. Ich gebe mich geschlagen. Sobald ihr mir das Gegenmittel gebracht habt, werde ich euch freilassen. Sofort. Ich glaube, auf dem Ohr bin ich im Moment unheimlich blind. Die Sache wird ihm zu haarig. Er hat nämlich reichlich Haare auf den Zehen. Nur nicht verzweifeln, mein alter Behaarter. Wir kriegen das schon wieder irgendwie hin. Und damit du nicht in Trübsinn verfällst, gehe ich jetzt in den Wald und hole die passenden Zutaten. Ich gebe dir eine Eskorte mit. Er hätte ruhig noch ein bisschen zappeln sollen, dieser hinterhältige Fuchs. Das Haarwuchsmittel wirkt nicht besonders lange. Morgen ist der Zauber schon wieder vorbei. Und dann stehen wir da und haben nichts in der Hand. Nein, nein, wir müssen sehen, dass wir hier rauskommen. Diese gallischen Schurken glauben wirklich, sie hätten mich in die Knie gezwungen. Aber da haben sie sich in Gaius Bonus getäuscht. Ich werde mich für jedes einzelne Haar furchtbar rächen. Wir sollen euch in den Wald begleiten, um die Zutaten für das Gegenmittel zu holen. Ich habe einen guten Plan. Wie kann er gut sein, wenn er nicht von mir ist? Lass nur, war ein Scherz. Und wenn du noch einmal auf meinen Bart latscht, werde ich ungemütlich. Was musst du denn immer so grob sein, du alter Büffel? Beeilt euch ein bisschen. Die Bärte wachsen immer schneller. So, ich glaube, das reicht für unsere Zwecke. Ich komme wieder runter, Asterix. Da sind wir wieder, Chef. Wohl auch Zeit. Macht euch sofort an die Arbeit.
Oh Mann, ich bin völlig fix und durch. Ich hätte doch Zisterzenfälscher werden sollen wie mein Alter. Wohin, Stoppelbart? Ich werde doch wohl zusehen dürfen, wie er das Gegengift braut. Komm nicht in die Tüte, der Meister braucht Ruhe. Außerdem wechsel schon wieder zu. Wachen, bewacht dieses Zelt. Und wehe, wenn einer der beiden entkommt. So, dann wollen wir mal loslegen. Siehst du, Asterix, mein Freund, in dem kleinen Topf, da habe ich den Zaubertrank für uns gebraut. Denn ich bin sicher, dass wir eine ganze Menge Kraft brauchen, um hier rauszukommen. Und in dem großen Topf bereite ich das Gegenmittel zu. Aus Wasser, Knochenmark, Gemüse und Salz und Grün, denn die Römer werden uns sicher zwingen, es zu probieren. Und wir wollen uns doch nicht den Gaumen verderben. Denn der Zaubertrank ist schon fertig. Nimm einen reichlichen Schluck, mein lieber Asterix. Und jetzt kannst du unsere lieben Freunde hereinrufen. Kommt, Jungs, Suppe fassen. Ihr werdet den Topf mit der Suppe hier aufbauen. Na gut, wie ihr wollt. Probier's zuerst. Na, schmeckt sie? Klasse, sehr angenehm. Könnte mehr vertragen. Aber ich will den Jungs hier nicht alles wegessen. Ich frage mich nur eins, du Zwerg. Wer beweist mir, dass euer Mittel den Haarwuchs auch wirklich aufhält? Du bist unheimlich schlau, Römer. Aber sieh dir mal meinen Bart an. Und jetzt sag mir, ob er gewachsen ist. Natürlich, beim Jupiter. Er hat recht. Trinken wir. Der war sicher Einzelkind. Bei so viel Haaren in der Suppe kann einem ja der Appetit vergehen. Und jetzt, Markus Schmalzlockus, schnappt euch das elende Gesindel. Mit höchstem Vergnügen. Was willst du mit dem Bartgespräch? Bitte, los. So, jetzt aber nichts wie weg, bevor diese Dummköpfe wieder zu sich kommen. Schade, wo ich so richtig in Fahrt war. Stehen bleiben! Stehen bleiben, hab ich gesagt! Römer! Oh, Backe Römer! Nun, da sind noch welche. In Rom kann es jetzt keine Römer mehr geben. Auf Rom ist immer verlassen. Die Verstärkung kommt gerade zur rechten Zeit. Jetzt wird er richtig fies. Diesmal geht's euch an den Kragen, Gallier. Ich werde euch aufspießen und rösten lassen. Oh, Gaius Bonus, du wirst dringend in deinem Zelt erwartet. Sehr, sehr dringend. Sehr, sehr dringend? Noch dringender. Wer schmeißt denn da deinen verlausten Mantel auf mein Ruhelager? Willst du wohl dem großen Cäsar geben, was des großen Cäsars ist? Juju, Zettel. Stottere nicht! Ich bin gekommen, um zu sehen, wie weit du mit den unbesiegbaren Galliern gekommen bist. Sag mir, was bedeutet die Aufregung im Lager und warum werde ich nicht mit den mir zustehenden Ehren empfangen? Hast du eine Erklärung?
Nun, es ist, weil wir im Augenblick momentan... nun, wir sind gerade dabei, gewissermaßen kämpfend an den Galliern. Ich meine, kämpfend an den Galliern? An wie vielen Galliern? Zwei genau. Bei Kleopatras Augen. Man zeige mir die beiden Gallier, die es fertig bringen, eine ganze römische Garnison in Schach zu halten. Das sind sie also, die furchtbaren, gefürchteten Gallier. Erklärt mir mit euren Worten, was hier vorgeht. Sprich du. Gaius Bonus war unheimlich scharf auf den Zaubertrank. Dadurch wäre er unbesiegbar geworden, schnurstracks nach Rom marschiert und auf den Cäsarenthron geklettert. Hört, hört. Lüge. Kein Wort weiter, Bonus. Zuerst mal rasieren und dann Abmarsch morgen mit deinen Leuten in die Mongolei. Und in den Weiten der unbewohnten Steppe kannst du über dein Tun nachdenken. Ich bin völlig unschuldig. Hinfort, schnell da. Und was euch beide betrifft, will ich euch für den noblen Dienst, den ihr dem römischen Imperator erwiesen habt, die Freiheit wiedergeben, die man euch genommen hat. Diesmal noch ist der Kampf unentschieden ausgegangen, Gallia. Aber wir werden uns wiedersehen. Worauf du Gift nehmen kannst, Julius. Was seh ich? Da seid ihr ja. Man darf wohl ohne Übertreibung sagen, dass dies ein großer Tag für alle freien Gallier ist. Hoch lebe Majestix, unser Pferd, Chef! Hoch lebe Majestix, unser Chef, wir leben hoch! So wollen wir mit dem Fest beginnen. So feierten sie die ganze Nacht hindurch. Und auch der Mond und die Sterne schienen heller zu leuchten als sonst. So als freuten sie sich mit den Galliern über ihren Sieg, den sie gegen die Römer errungen hatten. Und nicht nur dank des Zaubertrankes von Miraculix und den unheimlichen Kräften von Asterix. Nein, nein, nein. Kann es nicht so sein, dass die vermeintlich Schwachen manchmal einen Schutzengel mehr haben? Das war sie, die Geschichte von Asterix und Obelix und Miraculix und Hau drauf wie nix und fürchte nix und schnell wie nix und wie sie alle heißen mögen. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Asterix und seinen Freunden. Gut, dann wirst du gefoltert. Wer nicht spricht, wird gefoltert. Den haben wir bald soweit. Wirst du sprechen? Du sprichst doch. Hör zu, wir machen das nicht zu unserem Zeitvertreib. Seit Stunden foltern wir dich und das scheint dir überhaupt nichts auszumachen. Ich fände es ausgesprochen kurzweilig. Wenn du redest, Drübe, dann werde ich dich zu einem reichen und mächtigen Mann machen. Nein! Du bekommst Sesterzen. Einen riesigen Berg setzt Herz. Nein! Gegen den Starrsinn dieses morbiden Druiden bin ich anscheinend machtlos. Er ist ein alter Dickkopf, widerlich, ekelhaft. Was hast du denn, Asterix? Du machst ein so komisches Gesicht.
Der Druide ist in den Wald gegangen, Misteln schneiden. Er ist immer noch nicht zurück. Ich werde ihn suchen. Pass auf, Asterix. Du hast schon lange keinen Zaubertrank mehr getrunken. Na, hör mal. Ich bin noch nicht dämlich. Miraculix! Miraculix! Mister! Miraculix! Wo bist du? Wo bist du? Wo? Miraculix! Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix durchgebrannt mit Aufreißnix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Nur mein Vieh ist mir noch treu, zieht den Karren mit dem Heu. Doch mein Heu kauft niemand mehr, darum ist die Kasse leer. Miraculix! Mister! Miraculix! Wo bist du? Wo bist du? Wo? Miraculix! Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix durchgebrannt mit Aufreißnix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Nur mein Vieh ist mir noch treu, zieht den Karren mit dem Heu. Doch mein Heu kauft niemand mehr, darum ist die Kasse leer. Mach dich doch nicht verrückt, alter Freund. Such dir einen anderen Job. Was denn? Du wirst einfach Holzwurmhändler. Was? Du scheuchst die Holzwürmer aus deinem Brett vom Kopf und schon läuft der Laden. Welch wunderbare Idee. Ich werde Holzwurmhändler. Nun brauche ich das Heu nicht mehr. Jetzt bin ich Holzwurmhändler. So, das wäre erledigt. Jetzt bin ich dran. Immer du. Sag mal, hast du zufällig einen Druiden gesehen, der Misteln geschnitten hat? Nein, aber ich habe einen Druiden gesehen, der von Legionären in einem Netz nach Klein Bonum geschleppt wurde. Und er hat mächtig geflucht. Was? Du wirst mich sofort nach Klein Bonum fahren. Aber das liegt doch gar nicht an meinem Weg. Doch liegt es. In Kleinbonum ist ein großer Kleintiermarkt. Da wirst du deine Holzwürmer im Handumdrehen los. Och, was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Was siehst du? Da vorne ist schon Kleinbonum. Aber
warum versteckt... Taschenhuhn? Nein, ein Gallier gefangen. Wir brauchen Ferfer, um... Ich brauche Männer, um ihn gefangen zu nehmen. Beim Jupiter! Lasst uns Alarm blasen! Gezwungen anzugreifen. Also komm raus! Was meinst du? Wird er sich ergeben oder nicht? Mir wäre das Liebste. Er würde drin bleiben. Meine Waffe zu Füßen, Gaius Bonus, wie damals unser Häuptling. Haut drauf, Phoenix! Was glotzt ihr so? Ich ergebe mich, ihr Flitzpiepen. Macht schon, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Schnappt euch den gallischen Lümmel, oder ihr werdet zum Pilzesammeln im Galliergebiet abkommandiert. Pilze? Im Galliergebiet? Da gibt's Saures! Glaubt, er könnte uns an der Nase rumführen. Das ist aber nicht nett. Er hätte mit seinen Späßchen warten können, bis ich wach bin. So sind sie, die Gallier. Das ist wirklich nicht nett. Nicht nett. Also das... Was soll das alles? Ich erwarte gefälligst etwas mehr Begeisterung, wenn ich sage, Freiwillige vor! Dann melde ich mich freiwillig. Du? Na, das ist ja eine tolle Idee. Dazu. Hau den Zwerg! Na los, worauf wartest du? Hau ihm eine runter! Vorwärts! Wundervoll! Was für ein Schlag! Hat sehr weh getan. Es war so, als hätte mich ein Ochse mit dem Huf getroffen. Ochse? Also wenn ich jetzt nicht mehr gebraucht werde, kann ich ja gehen. Schon ganz klein war ich allein, hat zum Spielen nur ein Schwein. Doch das grunzte immer lahm, wenn ich zu ihm spielen kam. Später fand ich eine Frau, ihre Haare waren schon grau. Doch sie hatte Kinderlein, ich wollte nie mehr alleine sein. Doch die Frau ist mir ganz fix, durchgebrannt mit aufreiß nix. Auch die Tochter ist entflohen und der Sohn vor Jahren schon. Jetzt ist mir das ganz egal, ich beginne noch einmal. Auch das Heu brauch ich nicht mehr, nun bin ich Holzwurm hält leer. Wenn ich das in meinem Dorf erzähle, glaubt mir das keiner. Also, diese Suppe war sicher ein Zaubertrank. Also vorwärts! Abteilung Marsch zum Zaubertrank fassen!
Stehen uns die Pforten Roms offen, o Marcus Schmalz Locus. Die Tage des Cäsaren sind gezählt. Und du, Rüde, Druide, wirst mir sofort das Rezept für den Zaubertrank aufschreiben. Danach sehen wir zu, dass wir sie irgendwie loswerden. Das wird den Galliern eine Lehre sein. Du sagst es, Bonus. Wollt doch mal sehen, wie stark wir schon sind. Na ja, na ja, na ja. Aber warum versteckst du dich denn? Ich will nur ein Späßchen mit meinen römischen Freunden machen. Das ist ein Späßchen mit seinen römischen Freunden. Der ist so dämlich, dass ihn die Wildschweine beim Himbeerpflücken beißen. Halt! Was hast du da auf deinem Wagen geladen, Kaufmann? Nichts. Beim Jupiter! Lachst du mich etwa aus? Was gibt's denn, Gracchus Kleinbus? Der Kaufmann da macht sich über mich lustig. Claudius Ventilatus. Lass ihn passieren, ich kenne ihn. Der ist dumm und harmlos. Beinahe hätte die Knallerbse alles vermasselt. Wir sind jetzt im Lager. Willst du jetzt dein Späßchen machen? Es ist schon spät. Ich warte lieber bis morgen, dann wird's noch lustiger. Na gut. Den Druiden. Immer den Geruch nach. Schmalz Locus, mein treuer Freund. Ich hab mit dir zu reden. Vielen Dank, oh Gaius, Bonus. Mich in die Knie gezwungen, aber da haben sie sich in Gaius Bonus getäuscht. Ich werde mich für jedes einzelne Haar furchtbar rächen. Wir sollen euch in den Wald begleiten, um die Zutaten für das Gegenmittel zu holen. Ich hab einen guten Plan. Wie kann er gut sein, wenn er nicht von mir ist? Lass nur, war ein Scherz. Und wenn du noch einmal auf meinen Bart latscht, werde ich ungemütlich. Was musst du denn immer so grob sein, du alter Büffel? Beeilt euch ein bisschen. Die Bärte wachsen immer schneller. So, ich glaube, das reicht für unsere Zwecke. Ich komme wieder runter, Asterix. Thank you.
sind wir wieder, Chef. Wohl auch Zeit. Macht euch sofort an die Arbeit. Oh Mann, ich bin völlig fix und durch. Ich hätte doch Zisterzenfälscher werden sollen wie mein Alter. Wohin, Stoppelbart? Ich werde doch wohl zusehen dürfen, wie er das Gegengift braut. Komm nicht in die Tüte, der Meister braucht Ruhe. Außerdem wechsel schon wieder zu. Wachen, bewacht dieses Zelt. Und wehe, wenn einer der beiden entkommt. Wollen wir mal loslegen. Siehst du, Asterix, mein Freund, in dem kleinen Topf, da habe ich den Zaubertrank für uns gebraut. Denn ich bin sicher, dass wir eine ganze Menge Kraft brauchen, um hier rauszukommen. Und in dem großen Topf bereite ich das Gegenmittel zu. Aus Wasser, Knochenmark, Gemüse und Salz und großen Grün, denn die Römer werden uns sicher zwingen, es zu probieren. Und wir wollen uns doch nicht den Gaumen verderben. Denn der Zaubertrank ist schon fertig. Nimm einen reichlichen Schluck, mein lieber Asterix. Und jetzt kannst du unsere lieben Freunde hereinrufen. Kommt, Jungs, Suppe fassen. Ihr werdet den Topf mit der Suppe hier aufbauen. Na gut, wie ihr wollt. Ein Stück. Also zum letzten Mal, Drehtüre. Druide. Gib uns das Rezept oder wir müssen deinen Freund furchtbar foltern. Ihr könnt mich foltern, bis die Daumenschraube klemmt. Ich vertraue blind auf die Widerstandskraft meines Freundes Asterix. Jetzt werde ich aber echt wütend, Rosine. Das ist das Ende des Geduldfadens. Auf den Tisch mit ihm und holt mir einen Folterknecht her. Ich guck. Bin schon da. Immer zu Diensten, wollte ich sagen. Erbarmen, erbarmen. Ich flehe euch an, tut es nicht. Tut es nicht. Mein gewaltiger Soldat, es haltet inne. Ich kann diese Schreie des Schreckens nicht länger ertragen. Diese arme Junge, ich sage alles. Lass ab, Knecht der Folter. Aber ich hab doch noch gar nicht... Angefangen, wolltest du sagen. Oh, diese Schmerzen! Au. Auf, denn du Drüse! Droide. Gib mir sofort das Rezept, sonst muss ich den Folterknecht zurückholen. Ich werde den Zaubertrank vor deinen Augen zubereiten, aber ich brauche noch einige Zutaten aus dem Wald, so ist es nun auch wieder nicht. Ein wehleidiges Verfolg, diese Gallie. Du sollst alles haben, was du brauchst. Begleitet die Luise in den Wald. Droide. Den anderen Gallier behalte ich als Geisel hier. Ein paar Nisteln, dann brauche ich noch Schnuffelkraut und Höllenwurz. Gezwirbelte Pumpenkäfer scheren und ein wenig Schelmenspat. Welch selbiger Kern in der Erde wohnt. Der Druide ist zurück. Und er braucht einen Topf, sagt er. Dann gebt ihm einen, ihr Idioten. Eine Prise Hornraspel, ein Häuchlein getrocknete Tränen. Das Ganze lassen wir noch einmal heftig aufwallen. Was schneller, Wallenmann. Walle. Ich glaube, irgendetwas Wichtiges fehlt noch. Was?
Erdbeeren. Heißt nix. Auch die Tochter ist entflohen. Und der Sohn vor Jahren schon. Nur mein Vieh ist mir noch treu. Zieh den Karren mit dem Heu. Doch mein Heu kauft niemand mehr. Darum ist die Kasse leer. Mach dich doch nicht verrückt, alter Freund. Such dir einen anderen Job. Was denn? Du wirst einfach Holzwurmhändler. Was? Du scheuchst die Holzwürmer aus deinem Brett vom Kopf und schon läuft der Laden. Welch wunderbare Idee. Ich werde Holzwurmhändler. Nun brauche ich das Heu nicht mehr. Jetzt bin ich Holzwurmhändler. So, das wäre erledigt. Jetzt bin ich dran. Immer du. Sag mal, hast du zufällig einen Druiden gesehen, der Missel geschnitten hat? Nein, aber ich habe einen Druiden gesehen, der von Legionären in einem Netz nach Kleinbonum geschleppt wurde. Und er hat mächtig geflucht. Was? Du wirst mich sofort nach Kleinbonum fahren? Aber das liegt doch gar nicht an meinem Weg. Doch liegt es. In Kleinbonum ist ein großer Kleinviehmarkt. Da wirst du deine Holzwürmer im Handumdrehen los. Och, was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Was siehst du? Da vorne ist schon Kleinbonum. Aber warum versteckst du dich denn? Ich will nur ein Späßchen mit meinen römischen Freunden machen. Das ist ein Späßchen mit seinen römischen Freunden. Der ist so dämlich, dass ihn die Wildschweine beim Himbeerpflücken beißen. Halt! Was hast du da auf deinem Wagen geladen, Kaufmann? Nichts. Beim Jupiter! Lachst du mich etwa aus? Was gibt's denn, Gracchus Kleinbus? Der Kaufmann da macht sich über mich lustig. Claudius Ventilatus. Lass ihn passieren, ich kenne ihn. Der ist dumm und harmlos. Beinahe hätte die Knallerbse alles vermasselt. Die hat meine Fußsohlen gekitzelt und haben gedroht, meinen Bart abzuschneiden. Wie gemein. Das werden wir den Brüdern aber heimzahlen. Ich habe schon eine tolle Idee. Chef! 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 Gaius Bonus? Rede, Atemloser. Wir haben ein Gar. Hast du einen Huhn? Nein, ein Gallier gefangen. Wir brauchen Pferd, um. Ich brauche Männer, um ihn gefangen zu nehmen. Beim Jupiter! Lasst uns Alarm blasen! Gezwungen anzugreifen. Also komm raus! Was meinst du? Wird er sich ergeben oder nicht? Mir wäre das Liebste. Er würde drin bleiben. Ah!
meine Waffe zu Füßen, Gaius Bonus, wie damals unser Häuptling. Haut drauf, Phoenix! Was glotzt ihr so? Ich ergebe mich, ihr Flitzpiepen. Macht schon, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Schnappt euch den gallischen Lümmel, oder ihr werdet zum Pilzesammeln im Galliergebiet abkommandiert. Pilze? Im Galliergebiet? Da gibt's Saures! Er könnte uns an der Nase rumführen. Zaubertrank! 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 Eine kleine Portion dieses wunderbaren Trankes wird genügen, um dich sicher nach Lutetia zu bringen. Aber merke, die Wirkung vergeht recht schnell. Irgendwie nach Gemüsesuppe. Ja, das Aroma lässt sich variieren. Als Fischsuppe oder als Käseomelette oder Eisbein mit Sauerkraut. Eisbein. Aber ich fühle irgendwie noch gar nichts Besonderes. Er fühlt noch nichts Besonderes. Versuch mal, den Stein dort drüben anzuheben. Aber das schaffe ich ja nie. Der Trank verleiht ungeheure Kräfte, aber er macht nicht unverwundbar. Wir tanzen. Lasst uns mit dem Fest beginnen. Seid ihr bereit? Lass dich nicht von den Wildschweinen beißen, Asterix. Du verwechselst mich wohl mit dir selbst, was? Aha, wenn das nicht nach Römern riecht, dann will ich doch gleich ein Elch sein. Aber Jungs, ihr habt euch doch. Ja, lauf nun. So, und jetzt machen wir eine Flugreise. Wäre ich doch bloß in Rom geblieben. Aber da schwingt deine Frau das Nudelteigholz. Und so war es immer in jenem Wald zu dieser Zeit. Derweil im Römerlager Klein Bonum der wackere Obermotz Gaius Bonus über das Leben nachdenkt. Arme Gaius Bonus! Entschuldige, aber die Patrouille ist zurück. Ave Julius Scherzkeksus!
Ich komme sofort hinauf. Ave Gaius Bonus. Beim Jupiter, ihr seht aus, als wärt ihr unter eine Büffelherde geraten. Wie viele feindliche Männer haben sich euch entgegengestellt? Genau genommen, wenn man mich so fragt. Also es waren über den Daumen, würde ich sagen, recht betrachtet war es nur einer. Ach ja, so ein großer, ein kleiner. Ach, wenn ich nicht bald rausbekomme, welches Geheimnis hinter der Kraft der Gallier steckt, werde ich noch wahnsinnig. Na Asterix, gab's irgendwas Besonderes? Nichts. Ach doch ja. Hab 4 doofe Römer verdroschen. Nur 4? Hey, Obelix, heute gibt's Wildschweinachse bei mir. Ich muss nur noch 2 Hinkelsteine ausliefern, dann komm ich. Wenn das nicht Wildschweinbraten ist, will ich Idiotix heißen. Ich wette, die Römer ärgern sich ihre Haare vom Schädel. Bin gespannt, was sie sich jetzt wieder ausdenken. Ach, solange uns Miraculix einen Zaubertrank mixt, können die Schlappschwänze ruhig kommen. Ah, Wildschwein. Dabei fällt mir ein, ich glaube, ich bin heute wieder mal mit einem Schlöckchen dran. Gehen wir doch gleich mal zum Drieden. Bist du soweit? Langsam, langsam, Asterix. Die Vorspeise klettert gerade die Speiseröhre runter. Ich nehme noch etwas Wegzehrung mit. Na, wer sagt's denn? Der klettert schon wieder am Baum rum und schneidet Misteln mit seiner Goldsichel. Hallo, Miraculix! Hey, Druide! Ach, wer stört mich denn da beim Mistelschneiden? Oh, jetzt hab ich mich auch noch geschnitten. Sichel mit einer stumpfen Sichel. Wir sind wegen unserer Ration Zaubertrank hier. Asterix, du bist eine gallische Nervensäge! Da. Kennst du das Geheimnis des Zaubertranks? Ich? Kein Stück. Also zum letzten Mal, Drehtüre. Druide. Gib uns das Rezept oder wir müssen deinen Freund furchtbar foltern. Ihr könnt mich foltern, bis die Daumenschraube klemmt. Ich vertraue blind auf die Widerstandskraft meines Freundes Asterix. Jetzt werde ich aber echt wütend, Rosine. Das ist das Ende des Geduldfadens. Auf den Tisch mit ihm und holt mir einen Folterknecht her. Ich guck. Bin schon da. Immer zu Diensten, wollte ich sagen. Erbarmen, erbarmen. Ich flehe euch an, tut es nicht. Tut es nicht. Mein gewaltiger Soldat, es haltet inne. Ich kann diese Schreie des Schreckens nicht länger ertragen. Diese arme Junge, ich sage alles. Lass ab, Knecht der Folter. Aber ich hab doch noch gar nicht... Angefangen, wolltest du sagen. Oh, diese Schmerzen. Au. Auf, denn du Drüse. Gib mir sofort das Rezept. Sonst muss ich den Folterknecht zurückholen. Ich werde den Zaubertrank vor deinen Augen zubereiten. Aber ich brauche noch einige Zutaten aus dem Wald. So ist es nun auch wieder nicht. Ein wehleidiges Verfolg, diese Gallie. Du sollst alles haben, was du brauchst. Begleite die Luise in den Wald. Druide. Den anderen Gallier behalte ich als Geisel hier. Ein paar Misteln, dann brauche ich noch Schnuffelkraut und Höllenwurz. Gezwirbelte Pumpenkäfer scheren und ein wenig Schelmenspat. Welch selbiger Kern in der Erde wohnt. Der Druide ist zurück. Und er braucht einen Topf, sagt er. Dann gebt ihm einen, ihr Idioten. Eine Prise. Ich einen Druiden gesehen.
der Missel geschnitten hat? Nein, aber ich habe einen Druiden gesehen, der von Legionären in einem Netz nach Klein Bonum geschleppt wurde. Und er hat mächtig geflucht. Was? Du wirst mich sofort nach Klein Bonum fahren? Aber das liegt doch gar nicht an meinem Weg. Doch liegt es. In Kleinbonum ist ein großer Kleintiermarkt. Da wirst du deine Holzwürmer im Handumdrehen los. Och, was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Was siehst du? Da vorne ist schon Kleinbonum. Warum versteckst du dich denn? Ich will nur ein Späßchen mit meinen römischen Freunden machen. Das ist ein Späßchen mit seinen römischen Freunden. Der ist so dämlich, dass ihn die Wildschweine beim Himbeerpflücken beißen. Halt! Was hast du da auf deinem Wagen geladen, Kaufmann? Nichts. Beim Jupiter! Lachst du mich etwa aus? Was gibt's denn, Gracchus Kleinbus? Der Kaufmann da macht sich über mich lustig. Claudius Ventilatus. Lass ihn passieren, ich kenne ihn. Der ist dumm und harmlos. Beinahe hätte die Knallerbse alles vermasselt. Wir sind jetzt im Lager. Willst du jetzt dein Späßchen machen? Es ist schon spät. Ich warte lieber bis morgen, dann wird's noch lustiger. Na gut. Den Druiden. Immer den Geruch nach. Ergib dich, du gallischer Hund! Solltest du es nicht tun, sehen wir uns gezwungen anzugreifen. Also komm raus! Was meinst du? Wird er sich ergeben oder nicht? Mir wäre das Liebste. Er würde drin bleiben. Ich werfe dir meine Waffe zu Füßen, Gaius Bonus, wie damals unser Häuptling. Haut drauf, Phoenix! Was glotzt ihr so? Ich ergebe mich, ihr Flitzpiepen. Macht schon, ich habe meine Zeit nicht gestohlen. Schnappt euch den gallischen Lümmel, oder ihr werdet zum Pilzesammeln im Galliergebiet abkommandiert. Pilze? Im Galliergebiet? Da gibt's Saures! Er könnte uns an der Nase rumführen. Das ist aber nicht nett. Er hätte mit seinen Späßchen warten können, bis ich wach bin. So sind sie, die Gallier. Das ist wirklich nicht nett. Nicht nett.
willst also immer noch nicht sprechen, Ruine, Druide. Gut, du hast es so gewollt. Dann werden wir eben deinen Freund foltern, mal sehen, ob er gesprächiger wird. Der wird sich wundern, ich werde sprudeln wie ein Wasserfall. Ich werde ihn so still. Ich höre Römerstiefel. Römerstiefel. Gaius Bonus wünscht euch beide zu sehen. Kunstbanausen. Ich muss mal wieder eine Tournee zu den Vandalen machen. Caligula Minus ist bereit, großer Bonus. Ich will ihn mir ansehen. Ja. Legt ihn in Ketten, ne? Du wirst nun in die Nähe des gallischen Dorfes gebracht. Sobald ihre Wachposten dich entdecken, werden sie dich befreien. Und wenn du erst mal in ihrem Dorf bist, wirst du auch das Geheimnis ihrer unglaublichen Kraft herausbekommen. Na, was hältst du von meinem Plan? Ehrlich gesagt, eigentlich gar nichts. Ich habe kein Wort kapiert. Schaff mir den Molch aus den Augen! Molch? Wieso Molch? Ich bin kein Molch. Ich bin ein römischer Römer, ein romanischer Römischer. Halt, ihr flucht mich. Ihr flucht, die Kette flucht. Eine kleine Prügelei wäre jetzt was Feines. Ja, ja, aber das wäre schon zu viel Glück. Die Römer haben die Hosen bis zum Kragenknopf voll. Die lassen sich hier nicht mehr blicken. Hm, warte mal. Was denn? Ich rieche was. Es riecht streng nach Römern. Verstecken wir uns. Wir sind noch weit. Meine Blasen an den Füßen sind schon müde. Halt die Klappe, Caligula Minus. Du weißt doch, wenn die gallischen Horden über uns herfallen, wirst du als einziger verschont. Sieh dir das an. Römer mit einem gefangenen Stammesbruder. Na, die können was erleben. Keiner mehr da. Sollen wir sie wiederbeleben und nochmal von vorn anfangen? Lass nur, es ist schon spät. Bist ja ganz blass, mein Freund. Varus, Varus, gib mir meine Zähne wieder.